Freunde, und somit willkommen zu Cyberpunk 2077. Wir haben es uns endlich gekauft. Ich find's so geil. Ich wollte es erst gar nicht zocken und dann habe ich mir gedacht, ach komm, du brauchst es doch. Es geht nicht anders. Wir werden hier nicht viel Klicks mitkriegen, weil es einfach zu viel Konkurrenz auf YouTube gibt. Aber darum geht's ja nicht. Geht ja darum, ein geiles Spiel zu spielen. Von daher wird das bestimmt nice. Bisschen lauter machen hier. So, Aufnäher entfernen. Machen wir das doch mal. Genau, das ist wahrscheinlich, so wie ich vermute, sein Gangabzeichen. Du meintest, es wäre nichts Ernstes, als ich hier war. Du warst dir sicher. Genau, sehr gut. So, was haben wir hier? Willkommen zu Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Night City, Chrome. Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereits ein erfahrener Edge-Runner bist, kannst du die Anzeige der Tipps auch deaktivieren. Du kannst über die Datenbank jederzeit auf die Tutorials oder die wichtigsten Themen in Cyberpunk 2077 zugreifen. Der Nomad, sprich mit dem Mechaniker. Hab mich wohl geirrt. Ganz jetzt in einer anderen Werkstatt, wo keiner fragt, was ein Nomade allein an der Grenze macht. Was haben wir denn? Motor begutachten zur Seite. Ich repariere das selber. Ja, auf jeden Fall. Lass mich mal ran, Bro. Geh zur Seite. Hast du einen Schimmer, was du tun musst? Ja, klar. So, wir umgehen die Kupplung. Ich improvisiere einen Hitzdraht. Läuft der Kompressor immer weiter. Gib einen Kolbenfresser. Nein. Vertrau mir, ich kenne mich aus. So. Hat irgendwer die Null gewählt? Den Spruch liebe ich ja. Hat irgendwer die Null gewählt? Okay, mal sehen, was jetzt passiert. Na, er springt an, ganz klar. Ich hab's dir gesagt. Oh, es kommt nochmal. Jawohl! So funktioniert das. Fragt sich nur, wie lange das hält. Lang genug, bis ich Night City erreiche. Da überlege ich mir was anderes. Logisch. Ich sag doch, machbar. Besten machbar, mein Nachbar. Eine richtige Reparatur. Hättest auch Spucke und Klebeband nehmen können. Es läuft. Mehr muss es nicht. Ich sag doch, machbar. Ach, das habe ich doch schon gesagt. Bestenfalls mittelmäßig. Eine richtige Reparatur. Hättest auch Spucke und Klebeband nehmen können. Es läuft. Mehr muss es nicht. So, mit dem Funkgerät verbinden. Das wird unsere nächste Aufgabe sein. Die Antenne an dem Schrotthaufen sieht nicht nach viel aus. Damit hört man kaum was. Was du nicht sagst. Hey Mike, oh, wer kommt da denn rein? Er ist vor ein paar Stunden reingerollt. Ich dachte, er hätte dich angerufen. Überhaupt kein Problem, Mike. Wir klären das schon. Alter, wer ist das denn? Weißt du nicht, Colt dass man dem Chef Bescheid sagt, wenn man in eine Stadt kommt? Erklärt, was man da zu suchen hat. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Also ich will ja nicht gemein sein, aber so wie er da steht und da reinguckt. Macke, für 50 Euro Lucci? Hey, so ähnlich guckt er. Ich rede mit dir. Ja, deine ich antworte Sorge. Ja ich schon. Bleib nicht lang. Das beantwortet nicht meine Frage, oder? Mein Name ist Andrew Jones. Du hast sicher schon von mir gehört. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Hab im letzten Krieg gedient. Spezialeinheit. Silber ja. Shogun. Sagen dir die was? Das sind die Schlimmsten. Leider nein, nicht. Nie gehört. Du Lappen. Machst dich wohl gerne unbeliebt. Was? Ja. Ist das eine Nomadenkarre? Hätte ich mir denken können. Wenn du ein Problem hast, höre ich es mir gern an. Ich sag dir, auf was jeden mein Fall. Problem ist. Nichts kotzt mich mehr an als ein abgewichster Streuner. Hey. Wo hat dein Clan sein Lager aufgeschlagen? Es gibt keinen Clan. Es gibt kein Lager. Ich bin alleine hier.
Kaufe ich dir nicht ab. Euch Köter gibt's nur im Rudel. Darf ich den jetzt überfahren? Darum bin ich unterwegs nach Night City. Ein Ausgestoßener unter Ausgestoßenen. Hoffe, du haust eher früher als später wieder ab. Hab ein Funkturm von unterwegs gesehen. Meine Antenne ist im Eimer. Und ich muss wen kontaktieren. Nein, du musst ohne weiteres Gerede von hier verschwinden. Wir wollen nicht, dass du hier rumlungerst. Alter, was das für ein Arschloch, ey. Jo, komm. Ich hab's doch schon gesagt. Ich will keinen Ärger. Was genau? Ärger geht ganz einfach. Zieh ab und fahr weiter. So, da ist der Funkturm. Ihr kleiner, so fahren immer Fahranfänger, ne? Nach vorne. Abbremsen, nach vorne. Abbremsen. Ah, geht nicht ganz so, aber okay. Mal gucken, nicht, dass wir hier irgendwie im Kaktus landen und dann war's das wieder mit dem Fahrzeug. Ich glaube, der Eingang ist bestimmt auf der anderen Seite hier. Ja. Oh, wie gut ich das gemacht habe. Wie schön ich doch hier geparkt habe. Lass uns mal reingehen hier. Ja, komm. Wenn der Sheriff uns schon auf dem Kieker hat, dann muss sich das auch lohnen. So, wo ist die Leiter? Treppe, hier geht's hoch. So, das ist der Grund übrigens, warum die Figuren im Spiel immer so schlank sind. Ich könnte ihn jetzt hier 300 Stunden stehen lassen. Der würde nicht zunehmen. Ich kann ihn aber auch 300 Mal die Treppe hoch und runter jagen. Da würde auch nichts passieren. Also das heißt, er bleibt immer gleich. So ist der Unterschied zwischen Realität und Computerspiel. Aber für die alle, die nicht wissen, wo der Unterschied ist, wollte ich nochmal kurz erklären. Schöne Aussicht hier, ne? Also, nicht schlecht. Gehen wir mal die Leiter hoch. Was halt in so einem Spiel ist, da geht man halt öfter mal die Leiter hoch. Achso, man muss gar nicht A oder B drücken, man kann einfach nur nach vorne drücken und dann geht er die Leiter hoch. Bisschen. Oh, jetzt haben wir die Tür gleich kaputt gemacht. Hallo? Bitte kommen! Bitte kommen! Ah, Frequenz steht endlich. Willie McCoy. Schön, deine Stimme zu hören. Wie? Ich wünschte, das könnte ich auch sagen. Ich brauche deine Hilfe. Ein letztes Mal. Schon wieder ein letztes Mal? Ja. Ich muss den Klienten mit meiner Ladung finden, aber ich weiß nicht, wo er ist. Richtiger Ort, richtige Zeit. Du warst da? Natürlich war ich das. Vielleicht hat der Klient eine Nachricht hinterlassen. Kannst du mal checken? Gut, aber das ist das letzte Mal. Wirklich. Wie heißt der Klient? Jackie Wells. Oh, hat echt eine Nachricht hinterlassen. Er wartet auf einer Farm. Ich schicke dir die Standortdaten. Danke, Willy. Hast was gut bei mir. In der Tat. Lass dich nicht umbringen. Und ruf nicht nochmal an. Sehr schön. Auch geil, ne? Guckt euch mal diese... Das ist ein Funkturm. Und normalerweise hast du an deinem Gerät eine ganz kleine Antenne. Hiermit kannst du zum Mars funken, wenn du möchtest. Unglaublich. So, Leiter runter. Na, schlankes Bübchen. Kleines Bübchen. Lalalalalala. Wollen wir doch gleich mal wieder ins Auto steigen, bevor uns hier die Sonne das Hirn wegbrutzelt. Ja, ich habe Dirt 5 gespielt. Ich weiß, wie der Hase läuft. Uiuiui. Also die Steuerung ist natürlich schon heftig hier. Also der Wagen ist sehr empfindlich. Ich muss hier aufpassen. Oh! Scheiße. Ich hatte letztes Mal versucht, irgendwie lang zu fahren und habt ihr Bullen aus Versehen angefahren. Der schießt dann immer gleich auf einen. So,
sanfte Steuerung. Wir versuchen es mal. Ja, episch, episch. Ein bisschen Gas wegnehmen hier. Wir wollen ja nicht von der Strecke abkommen. Wobei, oh, der wäre, glaube ich, rechts vor links gewesen. Ich glaube, ah, das ist die Farm. Oh, Alter, wenn das Greenpeace sieht, ja, dann gibt's gleich Ärger. Kann ich denn irgendwie auch mal fahren, ohne irgendwas zu zerstören oder so? Aber ich glaube, das gehört im Game dazu. Hey, bin vom Gas weg und er macht nennen. Jetzt gehen wir da mal rein. Mal gucken, wen wir treffen. Oh, hatte schon Schiss, ich muss hier sesshaft werden. Hoffe, du bist meinetwegen hier. Glaube ich zumindest. Bist du... Mein Name ist Jackie Wells. Wie? Du hast also Fracht, die transportiert werden muss? Wo ich herkomme, gibt man erst ein Stück von sich selbst preis, bevor man übers Geschäft redet. Eine Art Brauch. Oder nur gute Manieren. Okay. Na dann, fang du zuerst an. Gebürtiger NCer. Haywood fließt durch meine Adern. Ich war noch nie in NC. Das sagt mir nicht sonderlich viel. Stell dir einen Ort vor, wo jeder wie dein Bruder oder deine Schwester oder zumindest ein entfernter Cousin ist. Klingt einleuchtend. Man muss sich nicht mögen, aber man gehört zur Familie. Bei uns nennt man das Weihnachten. Außerdem sind alle bewaffnet. Und du? Man könnte sagen, ich komme aus meinem eigenen Haywood. Wir zwei werden blendend miteinander klarkommen. Mhm, das glaube ich auch. Fracht. Ui, was ist das denn? Was ist da drin? Je weniger du weißt, desto besser schläfst du nachts. Weiß es selbst nicht, und das ist gut so. Du weißt nicht, was wir schmuggeln? Das sind gestohlene Konzerngüter. Gestohlen? Ah, ein Depp hat sie verloren, ein anderer gefunden und weitergegeben. Jetzt sind die hier. Du weißt schon, Schmetterlingseffekt oder so. Und... niemand sucht nach dieser Kiste. Kein Problem, wenn jemand sucht. Solange wir sie über die Grenze kriegen, bevor er sie findet, oder? Mein Vater hatte mal gesagt, wenn dir einer mit der Pistole gegenüber sitzt, dann widersprich nicht. Ja, laden wir sie ins Auto. Laden sie ein. A huevo. Okay, die scheint ja nicht so schwer zu sein. Du kommst nicht. Ich wurde aufgehalten. Und du warst nicht gerade leicht zu finden. Wollte unbemerkt bleiben. Der Sheriff wirkt wie ein ziemlich missgelaunter Hurensohn. Ja, das ist er. Sonst noch irgendwas Schönes, was wir hier mitnehmen können. Ein paar Kaugummis, ein paar Snickers für die Fahrt, ein bisschen Kaffee oder so. Normalerweise hält man ja an der Tanke und zieht sie nochmal ein, aber... mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja neu. Öffne den Kofferraum. Naja, machen wir doch mal. Damit der Freund mit der Pistole nicht unfreundlich wird. Verdammtes Schwergewicht. Ja, danke schön. Und ich darf wieder fahren. Da wird der eine oder andere Kaktus nochmal drauf gehen. Sorry. Alter, wenn das Greta Thunberg sieht, dann gibt's gar ja nicht die Löffel. Ich muss auch mal in die richtige Richtung fahren, ja? Ja, so muss das, macht das Spaß. Gucken, wo war denn die Straße hier eigentlich? Ach. Hier kommst du ja zum Haus. Ach, warte mal, wir nehmen mal eine Abkürzung. Schade, dass kein Spargelfeld ist. Da würde ich wahrscheinlich noch Spargel ernten. Ich weiß ja nicht, ob man immer so zivilisiert fahren muss, aber... Hast du das Frachtverzeichnis vom Transport? Boah, Gott, weiter so fahre, kotzt der Typ mir das Auto voll. Wollte nur sicher gehen. Hör mal schon, wir sind beide Profis, oder? Kommen wir nehmen mal die Straße, oder? Sag mal, hast doch schon mal was gespürt, oder? Warum? Hast du Angst? Ich? Por favor. Vielleicht ein bisschen. Hey,
Grenzübergang. Was machen wir jetzt? Nichts. Wir scannen uns und checken unsere Papiere. Okay. Ich übernehme das Reden. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich am besten. Aua! Er ist nicht so, wie es aussieht. Sorry. Der Zaun ist mir ins Auto gesprungen. Bin da nicht gegengefahren. Hallo? Die Beule vorne. Ey. Bitte den Wagen in den Inspektionsbereich fahren. Ja, okay. Ich komme, ich steige ja wieder ein. Mensch, das ist ja wie damals an der DDR hier. Das war... Bitte im Fahrzeug bleiben. Die Sicherheitskontrolle beginnt gleich. Okay. Mieses Gefühl. Dokument nehmen. Gib mir das Frachtverzeichnis. Dir ist klar, dass die merken, wenn du nervös bist? Genau. Du musst dich beruhigen. Ja, claro. Gib mir das Frachtverzeichnis. Das müssen sie angucken. Ja, nimm. Lass mal sehen. Ha, als verlustig abgestempelt. Perfekt. Was soll das heißen? Die Lieferung wurde schon dafür registriert, gleich hinter der Grenze verloren zu gehen. Oh, also wissen die, dass wir schmuggeln? Sie werden es gleich rausfinden. Der Besitzer des Fahrzeugs im Inspektionsbereich hat sich für weitere Fragen zu melden. Oh, chingada madre. Was jetzt? So läuft das halt. Entspann dich. Das gehört dazu. Alles Teil des Plans. Okay, du weißt, was du tust. Schon klar. Jetzt weiß ich auch, warum ich den Typen da nicht widersprochen habe mit seiner Knarre. Der hat ja nervösen Finger. Wenn wir wollen, dass ein Zollbeamter nicht so genau hinguckt, müssen wir ihm was geben. Hast du den Credchip mit dem Bestechungsgeld dabei? Oh. Ach, ja. Hatte ich ja ganz vergessen, ne? Ja. Mhm. Ja, klar, den wollte er selber einstecken. Vergessen, hm? Hey. Ja, da synchronisieren wir uns hier. Ich lasse den Motor laufen, falls wir uns schnell verbissen müssen. Mach das. Genau, dann fahren wir hier durch die Metallstreben oder was? Das ist auch wieder so ein... Haben sie mir ja einen Hi-Oh-Pi geschickt, ey. Ey. Alle Waffen müssen hier abgelegt werden. Oh. Meine Waffe. Boah, schönes Ding, ne? Ey, sollst du nicht anlecken? Ich möchte ihn nachher noch wieder haben. Ist ja nicht Corona-konform, dann leckt er dann meine Waffe an. Setz dich. Ja, mach ich ja. Papiere. Mensch, der hat aber schöne Handschuhe. Ich kenne die Regeln. Es ist alles da. Könnte sein oder auch nicht. Werden wir sehen. Coole Brille hat er. Was transportiert ihr? Hier steht's. Schokokrossis. Alles. Vielleicht können wir das Geld ja behalten. Wenn was nicht stimmt, sag's einfach. Bin sicher, wir können uns einigen. Ich hab noch nichts gesagt. Die Frage ist, ob ich was nicht Reguläres erwarten sollte. Das hier gehört noch zum Frachtverzeichnis dazu. Ah, sehr gut. Ja, komm, nimm das und kauf dir einen Snickers. Ah ja. Zu welchem Nomadenclan gehörst du nochmal? Ich gehöre zu keinem Clan. Ich arbeite allein. Mutig und ziemlich unklug. Immer wenn ich jemanden wie dich sehe, bin ich dankbar, nicht auf deiner Seite vom Tisch zu sein. Kann ich glatt erwidern. Ja, und wenn... Geh schon. Dein Partner wartet im Wagen auf dich. Und ich wollte schon sagen, wenn du so weitermachst, sitze ich bald auf deiner Seite. Vogel, ey. Wer glaubt der denn, wer ihn ausgeschissen hat? Vergiss nicht, deine Sachen mitzunehmen. Ja. Das Geld auch? Nee. Achso, die Waffen meint er. Ja, ja. Vorsicht mit dem Spielzeug. Und willkommen in Night City.
kleinen Scheißer denken, Night City ist eine Art Schlaraffenland. Ah, was erwartest du? Jung und naiv. Was nur ein netter Wort für dämlich ist. Abstand halten! Ja. Abstand halten, das gab's ich hab da. Ich habe Befugnis, dein erbärmliches Leben zu beenden. Zu tun. Verstanden? Ja, ist ja gut. Schön ruhig, sonst werde ich schießen. Okay. Ach, die meinen gar nicht mich. Falsches Auto, Entschuldigung. Was ist da drin passiert? Ach, jetzt fährt er oder wie? Sag ich dir gleich. Erst müssen wir hier weg. Das kann ja was werden. Okay. Vorteil ist, ich muss nicht fahren. Ne? Also, sehr umweltschonend. Da werden die ein oder anderen Kakteen nicht umgefahren. Na. Weiter geht's. Sagst du mir jetzt, was da drin passiert ist? Sagen wir mal, ich habe ein schlechtes Gefühl hierbei. Oh oh. Passiert dir das oft? Selten. Riecht das für dich nach Ärger? Fahr, Jackie. Fahr einfach. Da kommt jemand. Das sieht nicht gut für uns aus. Alter, wie fährt der denn? Sofort das Fahrzeug anhalten! Nichts wie weg hier! Doch nicht in der 30er-Zone. Ja genau, jetzt gib mal Gas, ey. Ihr transportiert Schmuggelware, die Konzerneigentum ist. Ich wiederhole. So, Waffe ziehen, Waffe wegstecken und wieder setzen. Zweimal schneller Y. Ja, halt. Waffe ziehen ist Y, Waffe wegstecken und wieder setzen. Zweimal schnell Y drücken. Als Beifahrer kannst du dich aus dem Fenster lehnen und ein gesamtes Arsenal ausrüsten. Fernkampfwaffen einsetzen. Okay, machen wir das doch mal. Schießen ist RT. Ja, wir müssen den Typen natürlich auch treffen. Ist euch hier. Ah, die Waffe verzieht ganz schön. Ja. Das letzte Mal habe ich auch im Rummel geschossen. Schon ein bisschen her hier. Gott. Wir befolgen das. Wir hängen sie ab. Ping, Marble. Alter, wo fahren die denn hin? Ah, die. Jetzt einer vor uns? Nee. Wir müssen aufpassen, dass der mir den Arm nicht abreißt. Ja, Merecho. Chatara. Ediomentes de Ventes oder so ähnlich. Ab geht's. Meine Nerven das aushalten. Fahr weiter. Hier können wir nicht bleiben. Genau. Endlich gibt er mal ein bisschen Gas, ey. Also. Was der Vetter da rum? Verlassen. Wir halten hier an. Ich muss ein paar Sachen regeln, bevor wir weiter können. Scheiße. Ja, reg dich nicht auf. Muss mal ein bisschen an deiner Resilienz arbeiten, du Vogel. Ja, bleib locker. Ohne Probleme. Oh, so eine Pussy, ey. Beruhige dich. Manchmal passiert sowas halt. Sowas? So ein Scheiß passiert halt? Die Grenzbeamten haben dem Konzern gesteckt, dass wir ihre Fracht haben. Was fällt diesen Grenzpissern ein, uns zu ficken, wie es ihnen gefällt? Ohne irgendwelche Konsequenzen! Er hat was riskiert. Hat geahnt, dass kein Clan hinter uns steht. Und er hatte recht. Oh, bin der am Ende ridiculo. Und was jetzt? Ja, komm. Sind wir mal fair. Ich könnte dasselbe fragen. Willst du weiter rumheulen oder wickeln wir das jetzt ab? Genau. Bin allerdings etwas abgebrannt. Kann dich also gerade nicht bezahlen.
Nur ist ja nett. Aber du kriegst deine Kohle, sobald ich für diesen Konzernscheiß hier bezahlt werde. Und du erwartest, dass ich geduldig darauf warte, ja? Ehrlich gesagt wollte ich dich gar nicht bezahlen. Hatte vor, abzuhauen, sobald wir über die Grenze sind. Aber du bist in Ordnung. Ich hab doch vorhin gesagt, der will uns verarschen. Du hast mich reingelegt. Tut mir echt leid, gegen den Ehrenkodex von Schmugglern verstoßen zu haben. Und, was nun? Jetzt gucken wir mal rein. Ach, jetzt macht er die Truhe auf, oder wie? Sesam, öffne dich. Oh, Scheiße. Da steht Arasaka auf der Kiste. Wir beklauen ganz fette Fische. Dann machen wir hoffentlich Fettkohle damit. Ja, aber richtig schön. Ist das ein Kaktus, no, oder? Ein echter Leguan. Kleiner Antillen-Leguan, glaube ich. Alter, wir machen so viel Aufriss wegen einem Leguan? Die kannst du bei Fressnapf kaufen. Was stimmt denn mit dem nicht? Meinst du, du kannst den zu Geld machen? Klar. Sollte uns zufriedenstellen. Uns? Ja, Partner. Halbe, halbe. Jeder halbwegs vernünftige Fixer findet einen Bonzen, der an sowas interessiert ist. Eigentlich schade. Wollte schon immer ein Haustier. Ich hätte ihn Manny genannt. Sag mal, hast du eigentlich schon Pläne, was du in Night City machen willst? Ich muss jetzt mal den Typen... Ich muss jetzt hier nochmal gucken, also das ist ja... Da kannst du ja noch Sushi draus machen, aber der ist doch tot, oder? Hab keine Pläne. Die letzten Jahre bin ich mit meinem Clan zwischen den Staaten hin und her gereist. Die warten sicher schon auf dich, hm? Nein, wir haben uns entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Muss hart sein, keinen zu haben, der auf einen wartet. Das stimmt allerdings. Aber keine Sorge, ich helfe dir eine Unterkunft. Ganz betroffen. Musst hier irgendwo leben. Wichtig, Leute zu haben, auf die du zählen kannst. Familie und so. Vielleicht findest du ja eine neue in Night City. Auf jeden Fall. Danke, das weiß ich zu schätzen. Komm schon. Zwischen uns beiden stimmt die Chemie. Wäre ein Jammer, das zu verschwenden, Partner. Hey! Oh, verschmustes. Er lebt ja wieder. Ein Wunder, Jesus. Okay, Partner. Schaffen wir den Leguan weg von hier. Hallo, Night City. Stanley hier. Und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach N-City? Weil die Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Boing. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. Jo, danke, danke. Viele schöne Infos. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Ja. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Mach ich. Da fällt mir ein. Ich hab da was für dich. Ui. Militec Trainingssplitter. Falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Nein. Jetzt nicht, Jack. Keine Zeit. Vielleicht später. Ja, ja. Mañana, mañana. Sehen wir es durch. Ja,
bloß raus hier aus dem Auto. Also, was ich so krass fand, er fragte mich vorhin, ob ich eine Freundin habe, vielleicht findest du eine in der Stadt. Und danach sagte er, zwischen uns stimmt die Chemie. Da habe ich mir gedacht, hey, jetzt wird es aber ein bisschen warm hier. Deswegen dachte ich schon, ich muss mit dem Namen, mit dem warmen Bruder hier im Auto bleiben. Nichts gegen warme Brüder, aber ich will doch eine Frau finden. Also, was ist da los? So, was nehmen wir? Garage. 15. Apartment, wa? Ja. Oh, Telefon. Sandra Dorsett. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Buck, versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Genau. Oder wie man auch sagt, wenn du was Romantisches willst, kannst du beim Blasen Teelicht halten. Oha. Aiming mit einem Joypad, ey, das kann ja was werden. Apartment 1237. Ziel müsste drin sein, aber ich sehe ihren Biomann nicht. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Bist du das? Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. So, geh lieber rein da. Genau, mach die Tür zu. Dann bist du sicher. Versuch die Tür zu hacken. Kannst du das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Blade hier, so mit der Musik und so, sehr geil. Ach so, alles klar ist. Ab jetzt leise. Okay, hier müssen wir ein bisschen leiser sein jetzt. Scheiße. Geile Mucke, ja. Ist das wie die Zielperson? Oh ja, die, Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzern. Zerlegt, würde ich sagen. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Zetatec-Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Okay, Tür, Daten. Scannen wir mal, ne? Bewegung, Mano! Hier kann ich wechseln, okay. Mach schon, wie? Wie? Achtung! Banderos vor uns! Leise, wie? So, Nahkampf ist RS, nachladen. So, drücke B, um dich zu ducken, um leiser dich zu bewegen. Oh, das so mal. Ganz, ganz, ganz langsam. Jetzt hier rein, ja. Warte mal, nehmen wir das hier nochmal. Neue Splitter-Cyberware-Anwendungen nebenan. Nachrichten lesen, aber das machen wir jetzt nicht. Ja, ich bin jetzt noch ein bisschen angespannter, muss ich sagen. Als vorher. Okay, den können wir jetzt hier irgendwo verstecken am besten. Also weg damit. Wenn wir ihn finden müssen, verfolgen sie uns wie Fliegen die Scheiße. Das wollen wir nicht. So, achso, fallen lassen ist X. Ja. So, verstecke die Leiche im Gefrierschrank, optional. Finde Sandra Dorsett. Okay. Nee, komm, das machen wir nicht. Wir machen nur das Hauptziel.
Sehen wir denn hier irgendwo eine Leiche, dass wir Sandra Dorsett oder so finden könnten? Schleichen wir uns hier mal lang. Ja, hier nochmal Kaffee to go. Was haben wir hier? Warte und bleibe unbemerkt, merkt. Ja, und der ist auch hinüber. Alle ausgenockt. Aber da kommen sicher noch mehr. Los, beeil dich. Bin genau hinter dir, wie. Genickbrechen ist nicht so meine. Nichts Angenehmes. Können wir uns hier verstecken? Ja, den haben wir auch. Sehr gut. Wer hat den noch platt gemacht? Aber wo soll man denn sonst langlaufen? Er ist doch wieder mein kleines Genie hier. 10 Meter. Ei. Scheiße. Der hat ja eine fette Knarre. Wo ist er denn hier? Das ist das Fenster. Ich denke, sie wollte das Fenster hacken und das ist jetzt auf. Das ist doch noch zu. Okay, sie hat die Tür hier gehackt dann. Wie soll ich das hier? Hat die platt gemacht? Keine Bewegungen auf den Sensoren sichtbar. Ihr habt ihn erlebt. Ja, sehr geil, auf jeden Fall. Wo zum Teufel ist unser Ziel? Boah, jetzt können wir wieder ein bisschen Party machen, ne? Sie muss hier irgendwo sein. Alter, der war aber echt übel, der Typ. So. Oh, die Energie wieder aufladen, ne? Oh, das Zeug war gut. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir kriegen können. Ja, quasi hier wie immer ein Euro-Job, Shop. Die Frage, sie muss ja irgendwo sein, ne?
das sein, dass sie dahinter ist, weil da ist irgendwas Grünes? Warte mal. Ist auch nochmal was, was wir nehmen können? Ja. Müssen wir mal gucken, wo ist denn die Sandra? Oh, hier kann man alle ganzen schönen Lootboxen hier einsammeln, einsammeln. Jawohl. Ja, wir nehmen alles mit. Wir sind die Guten. Super. Die Tür kann geöffnet werden. Eine verfickte Scheiße. Ah, Mister, ist sie. Ich glaube, ich hab's. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Oh, das sieht nicht Schließe gut an. Aus. Übel, die können das Hirn scannen. Das ist ja heftig. Sandra Dorsett, NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße, die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomann. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Oh, wow, 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 wow. Ach, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Hack und Beile. Hm, also Scorplodger-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Bioma. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Biomann sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premiumplan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Ay, pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. So, sie aufheben, halten mir den Rücken frei. Ja. Oh, fuck! Herzstillstand! Wie? Sag mir, was da los ist. Check, er, Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es, ey! Ja, aber gut, dass wir sie lebend gefunden haben. Ich dachte eigentlich, sie wäre tot. Ich glaube. Die können von Toten das Hirn scannen, aber... Hat geklappt. Euer Cabron, bring sie nach draußen! Alter, die erfriert uns doch, ey. Fuera, schaff sie raus, Terrasse. Landung, Abstand halten. Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet. Befolgen Sie die Instruktionen. Okay, mach mal. Warte an der Terrassentür. Ja, mach ich ja. Wo ist denn der Türbereich? Da. Warte auf Traumateam, warte an der Terrassentür. Das mache ich doch. Ah, alles klar. Legen wir die Frau mal ab. 5 Schritte zurück. Jetzt. Alter, die sind immer alle so aggressiv irgendwie, ne? TT-100 mal zurück. Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Minuten auf Dopamin. 110 Norepinephrin. 800 Fibrin. So, okay, wir sollen einen Fahrstuhl nehmen, der bringt uns direkt zur Garage. Ich klinge mich aus. Wir sehen uns bald. Hör zu, Mano. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Was? Der will meinen Wagen fahren? Ich glaube, es geht ja gar nicht. Misty und... Kenn dich doch gar nicht. Ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran.
Alter, wir werden ja zum Schluss doch richtig freundlich, ja? Soll ich dich nach Hause fahren? Alter, er will meinen Wagen haben und fragt mich, ob er mich nach Hause fahren will. Das ist ja wohl selbstverständlich. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. So, halte gedrückt, um das Telefonmenü zu greifen. Okay, das war das Falsche. So. Machen wir das doch mal. Wie? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Ja, der geht's gut. Ja, auf jeden Fall. Die war gerade joggen, als wir ankamen. Natürlich ist sie das. So war's doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Oh. Aber ja. Ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. NCPD, das hört sich an wie so ein Medikament. Er hat seine NCPD-Tropfen schon genommen. Ja, habe ich schon genommen. So. Steigen wir mal ein hier. Fahr mit Jackie zurück. Ja, ich denke mal, dass er fahren sollte. Ist, glaube ich, besser. Kann sein, dass ich denn wahrscheinlich wieder meine Waffe ziehen muss. Der gute alte Hip-Hop-Groove hier. Sieht aber geil aus, haben sie geil gemacht hier. Schön Glanzeffekte. Oh, nicht schon wieder Polizei, ey. Holen wir uns was. Bist du dabei? Oh. Jackie, die haben Watson gesperrt. Weiß Open, da war ein Kino. Oh nein. Kann ich? Halt ihn ruhiger. Ich war doch. Ich hab das so gut gezielt, Was komm her, zeig dich. Müssen den Fahrer erwischen, das wäre geiler. Ja, die haben natürlich seine Maschinengewehr. Ja, sehr gut. Genau so wollte ich das haben. Dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid. Sollen wir für die da hinten noch einen ADAC rufen? Nee, ne? Fahren wir lieber nach Hause. Oh nein, nicht schon wieder. Ich komme ja gar nicht mehr raus hier. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche, ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sehe an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl.
Lasst sie durch. Aber sie sind die Letzten. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil der Holzkopf neben mir, der kann ja eigentlich auch noch Gewalt. Alter, was ist denn das? Psycho-Hip-Hop oder? Wird an ihr das Hören weg. Sowas, du kannst ja richtig nett sein. Dann bin ich nicht nett. Immer? Ich bin immer nicht nett. Ich hoffe, wir fahren jetzt wirklich auch nach Hause und haben nicht noch einen Zwischenfall. Alter Falter, ey. Die haben aber Geschichte im Gewehr. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine, hatte keine Chance. Ja, ich würde auch sagen, wir biegen mal ganz schnell ab. So, als Beifahrer kannst du mit B drücken, um die Fahrt zu überspringen und sofort am Ziel zu gelangen. Das machen wir jetzt auch mal. Weil mit dem Typen habe ich so und so nur Ärger. Also. Besser wird's nicht. Süße Träume wie. Grüß Misty von mir. So, dann wollen wir mal hier in den Fahrstuhl steigen. Sehr gut. Mal gespannt, was ich für ein Apartment habe. Ich hoffe, ein gutes. Guten Abend, Night City. Mein erster Gast heute ist der Präsident der Kirche von Eliyahu. Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommt ihr Details. Ein Chat von T-Buck. Die Aufgabe, die T-Buck zu schnell weg. Karina Lee, Moderatorin der Show Chip In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr gerne über das... Ich wäre fast gegen die Wand gelaufen. Das ist ja auch keine Option. Oh, das Tor ist kaputt. Zum dritten Mal. Hallo, kann ich euch helfen? Ach, ich muss ja hier lang. Das ist doch Betrug. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Erstmal die Tür aufmachen, ne? Ich laufe hier die ganze Zeit immer irgendwo gegen, bin ich bekloppt. So, Lager öffnen. Was haben wir denn hier? Das ist die Unity. Können wir die eigentlich auch verbessern oder so? Transfer und schließen. Transfer und schließen. Mal gucken, was ist denn Transfer? Achso, dann habe ich die quasi in mein Lager transferiert. Was haben wir hier? Das sind die Klamotten, die wir tragen können. Und Hock. Ein paar Dollar, die wir noch haben. Standard. Freunde, ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Weil es muss ja auch dann irgendwie weitergehen. Und ich habe da auch richtig Bock drauf. Geh ins Bett ist die nächste Rettungsaktion. Das machen wir doch glatt nochmal. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, mal einen Kommentar dazulassen. Und ein paar Likes dazulassen. Da würde ich mich freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin. Gute Nacht. Schlaft schön. Okay, die Aufwachszene gucken wir uns auch nochmal an.
Ja. So, Freunde, jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann in eines der nächsten Videos. Bis dahin.